Moin, ihr Lieben, und willkommen zurück hier. Wir sind wieder auf der nordfriesischen Marsch unterwegs, ja, und fahren jetzt erstmal die nächste Fuhre Silage zur BGA runter. Alle anderen Helfer habe ich schon wieder in Gang gesetzt, also die dürften am Arbeiten sein. Ja, man sieht schon wieder, der Drescher muss entladen werden drüben auf der 4. Ich hoffe mal, dass da bald ein Abfahrer hinkommt. Und ja, was haben wir sonst noch am Laufen? Ja, zwei Abfahrer eben da drüben, und selbstverständlich ist der MB-Truck unterwegs hier links von uns auf der 15 und ist am Unkrautspritzen. So, das heißt aber für uns jetzt erstmal, wir fahren jetzt runter, laden den Anhänger hier bei der BGA ab. Dann können wir die restliche Silage, die im Fermenter ist, erstmal ins Hofsilo kippen. Weil vom Hofsilo aus haben wir ja für später dann im Grunde einen Cosplay-Kurs, der uns ja die Silage da runterfährt. Dann müssen wir gucken, wir haben ja noch Wasser aufgetankt, dass wir da ein bisschen das Kalkwerk, so heißt das, befüllen. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Dann müssen wir auf jeden Fall in den nächsten paar Minuten, eher Sekunden, Pflanzenschutz nachladen beim MB. Wie weit ist der denn eigentlich gekommen da unten? Na gut, hat noch ein bisschen was vor sich. So, aber während der ablädt, können wir den schon mal zurückfahren. Ja, guck mal, da haben wir jetzt 89.000 hier in der BGA drin, das passt. Was ist da schon wieder los? Der Abfahrer steckt im Verkehr fest. Jetzt sind alle drei blockiert. Nee, da müssen wir auch gleich mal gucken, was da wieder los ist. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall nach den Tieren gucken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dadurch, dass wir ja die Nacht vorgespult haben, dürfte da einiges an Mist und Gülle sein. Die können wir abholen. Wir werden sauber machen müssen. Und so weiter und so fort. Boah, guck dir das mal an. Jetzt haben wir fünf Fahrzeuge am Laufen und nur ich laufe. Alle anderen sind irgendwie blockiert. Wunderbar. So muss das sein, ne? Nicht. Ja, aber wie gesagt, wir laden den jetzt gleich mal mit Silage nochmal voll. Und dann geht das. Gucken wir mal, was bei den anderen los ist. So. Ja, gut. Das ist mal klar, nicht so prickelnd, was ihr hier macht. Ja, Motor starten. Ich vermute mal, dass der Valtra zum Drescher fahren will und der hier irgendwie sehr doof rumsteht einfach. So, gut. Dann machen wir. Nicht ausmachen. Einmal Pflanzenschutz holen und dann geht es da weiter.
hoffe, dass wir bald Pflanzenschutz dann auch produzieren können, damit wir da vorankommen. So. Stellen wir den erstmal richtig wieder hin, dann macht der weiter, der Kollege. Ja, gut, der Drescher fährt wieder, sehr gut. Da müssen wir gleich mal gucken, wie weit bzw. wie lange der noch braucht. So, jetzt bin ich mal, war das jetzt hier, wo wir loslegen müssen? Ja, passt genau. So, ja, du bist voll. Dann können wir da nämlich gleich wieder eine Fuhre Gras mit zurücknehmen zum Fermenter. Damit wir da einfach so eine Tour nach der anderen jetzt erledigen. So. Hier holen wir noch mal Wasser. Und der Ach, wir wollten ja eh gucken, wie lange der Drescher braucht noch. Gut, können wir dann machen, wenn wir das nächste Mal da dran vorbeispringen. So, lass uns doch mal einen kleinen Rundgang machen. Oh, wenn man da vorbeikommt, gut, da ist keine Silage mehr drin. Das haben wir also alles schon verbraucht. Hier, gut, geht die Produktion gerade erst los. Ja, da ist auch noch nicht wirklich viel. Hier läuft es, da drüben in der Klan nicht. Hier haben wir keinen Mist mehr, aber wir haben schon wieder 16.000 Dünger. Och ja. Gut, und hier haben wir ja kein Getreide, genau. Nicht ausmachen. Die nächste Tour mit Gras. Und während der hier läuft, können wir mal ganz kurz hier zur Pelletsfabrik gucken, wie es denn da aussieht. Ja, gut, da steht der Ladewagen. Ja, da ist schon einiges. Jetzt ist jetzt hier die Besonderheit, dass wir ja hier inzwischen Paletten rausbekommen. Das heißt, wir können jetzt hier, wir haben 63.000 und ich sage Maximum Paletten, würde er 12 Paletten machen. Dann sage ich jetzt mal, mach doch mal. Ja, und dann stehen hier unsere
Pelletspaletten, genau, 5000 Liter pro Palette, das ist doch wunderbar. Jetzt wird's interessant, habe ich den hier stehen, den Plattformer, ja guck mal, da ist der. Da würde ich doch jetzt gerne mal ausprobieren mit dem LKW, ob der per Autoload diese Paletten aufnehmen kann. Da müssen wir nur einmal die Dolly kurz abkuppeln. Die brauchen wir da klar nicht, wenn wir mit dem LKW fahren. Ja, geht hier gar nicht dran. Dann brauche ich einen Traktor. Nehmen wir den gleich mal. Ist doch schön, dann haben wir die ersten Paletten wieder hier produziert. Bin ja mal gespannt, wann dann hier über kurz oder lang das Palettenlager kommen wird. Halt, nicht abkoppeln. Ja gut, ist egal, jetzt habe ich ihn abgekoppelt, dann machen wir erstmal schnell das mit dem Anhänger da drüben. Das wäre ja dann so eigentlich die nächste Geschichte, die wir hier bräuchten. So, Dolly einmal abgehängt. Das wird jetzt interessant, wenn das jetzt nicht gehen sollte mit dem Autoload, dann haben wir da klar eine riesen Herausforderung. Wenn wir dann eben wirklich Paletten mit dem Stapler laden müssen oder mit dem Frontlader oder mit dem Telelader oder wie auch immer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben hier Rundballen, Missionspaletten, Holzpaletten, Eierkartons, Paletten. Wow, Paletten hört sich doch schon mal gut an. Ich gucke, Arbeitsmodus ist mit U anzuschalten. Dann drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Ja. Perfekt, so gefällt mir das. Dann stellen wir den jetzt einfach hier daneben. Das heißt, wir können noch 8 Paletten hier laden. So, der macht. Prozent wurden inzwischen schon geliefert vom Feld. Ja. Da kommen wir also auch voran. Und weiter geht's mit Gras für den Fermenter. Wir wirklich gleich mal gucken, wie lange der Drescher noch braucht da drüben auf der 4, weil wir doch irgendwie mal so langsam aber sicher mit unseren Feldern loslegen müssen. Können wir jetzt auch erstmal gleich gucken, jetzt wegen den Tieren. Tierchen, 12.000 Mist, 32.000 Gülle. Boah. Da würde ich doch sagen, dass wir erstmal den Mist abholen, weil der ist wichtiger für unsere Düngerproduktion.
Schweinchen. Ja, hier muss auch sauber gemacht werden. Das können wir auch gleich mitmachen. So. Den lassen wir Drescher. 13 Minuten, also der wird in der nächsten Folge fertig. So, hier haben wir Schaufel dran, das ist gut. Die brauchen wir jetzt. Mal schnell die Sauberkeit hier. Das ist noch ein bisschen schräg. Na komm. So, dann kippen wir das wieder hier rein. Ein bisschen, jo, bisschen schwer, muss ich sagen. Ja, wir haben halt doch eine große Schaufel hier dran. Das ist, ich weiß nicht, ob wir die jetzt da, naja, nicht wirklich. Also das ist, müssen wir mal ein bisschen leer machen. So, guck mal, bei 8000 kriegen wir ihn gerade so. Nein. Aua. Gut, müssen wir noch mal ein bisschen rausmachen. Ja, er wackelt immer noch. Der 1400er ist fertig mit dem Spritzen von dem ersten Feld. So. Stunden später ist er leer. Erstmal hier hinten drin sauber. So, das sind jetzt 2000. Ja, tun wir zur Sicherheit erst einmal abladen. So, mit der letzten Schaufel Mist. Hier sind wir dann aber auch schon wieder fertig für die heutige Folge. Das machen wir noch ganz schnell. Und dann würde ich sagen, geht's morgen hier munter weiter. Ich hoffe, dass ihr wieder reinschaut. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin, macht es gut und tschüss.